Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Und ja, ich freue mich natürlich wieder, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich vor allem, und das habt ihr sicherlich auch in dem Videotitel hier schon gesehen, heute möchte ich mit euch darüber reden, wie man den Ledger Nano S einrichtet. Das ganze Gerät habe ich ja in einem meiner letzten Videos unboxed und ich möchte jetzt quasi das Ganze hier in zwei Videos splitten. Einmal geht es hier um die Einrichtung des Ledger Nano S selber, das heißt also die Konfiguration, die Erstkonfiguration, die man hier vornehmen muss, damit das Gerät auch vernünftig funktioniert, und im zweiten Schritt und in einem separaten Video möchte ich eben darüber sprechen, ja, wie man das dann eben am Computer einrichtet und wie man dann die ersten Transaktionen und so weiter eben vornimmt. Und ja, bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt und es natürlich auch hilfreich ist. Ja, falls ihr zukünftig auch keine Videos mehr verpassen wollt, wie zum Beispiel den zweiten Teil, dann am besten direkt den Kanal abonnieren, das ist natürlich kostenlos. Und ja, für die ganzen Leute, die sich für den Ledger Nano S eben auch interessieren, der erste Link in der Videobeschreibung führt auf die Seite von Ledger selbst. Ja, die Firma, die das ganze Produkt hier herstellt, und da habt ihr innerhalb von ja, einer bis zwei Wochen ungefähr das Gerät dann auch da, läuft super schnell und ja, ist, finde ich persönlich als Brieftasche auch sehr, sehr günstig. So, wir fangen einfach direkt erstmal an. Das erste, und das werde ich euch jetzt hier auch direkt noch mit einblenden, das erste ist dieser Configure My Device, und da steht dann eben drauf, wie ihr hier sehen könnt, get started at start.ledgerwallet.com and follow the instructions to configure your device. So, und das ist jetzt quasi jetzt mal das, was wir machen müssen, der allererste Schritt, und ich zeige euch hier am Computer einfach ganz kurz die ersten Schritte und danach schwenken wir dann ja, zum Gerät selber hin und machen dann gemeinsam die erste Einrichtung. Das heißt also, das erste, was wir jetzt hier eingeben werden, ist eben start.ledgerwallet.com. Und da kommen wir direkt auf die Seite hier von Ledger, und hier haben wir eben auch die Möglichkeit, uns erstmal natürlich unser Produkt auszusuchen, was wir hier einrichten wollen. Wir haben hier den Ledger Blue, den Ledger Nano S, Ledger Nano, den Ledger Unplugged und den Ledger HV1, und das sind ja auch alle Geräte, die angezeigt sind. Ich brauche natürlich die Anleitung für den Ledger Nano S, und das gucken wir uns mal gemeinsam an. Und dann haben wir hier quasi auch verschiedene, ja, Guides eben, die wir uns angucken können, Configure My Device, Special Edition, Watch Video Tutorial, Install Bitcoin Wallet, Install Ethereum Wallet, Ripple Wallet und Install App Manager. Also das, was wir jetzt tun werden, ist quasi das erste hier, Configure My Device. Alle anderen Schritte, die werden wir, wie gesagt, in einem separaten Video machen, damit das hier auch nicht unendlich lange wird und ihr es eben auch entsprechend genießen könnt. So, das heißt also, wir gehen jetzt erstmal hier in Configure My Device und gucken uns das Ganze mal an. Wir haben einmal ein USB-Kabel, das haben wir schon gesehen, das werde ich euch auch gleich dann nochmal zeigen. Dann die entsprechenden Button, ja, die dann einfach nur mit Button hier eben deklariert wurden. Den Screen selber, das heißt also den Bildschirm, und eben dieses Cover, was wir hier einfach über diesen Stick rüberschieben können. Und dann haben wir hier eben ja eine kleine Erklärung zu den entsprechenden Button, also das heißt dem linken und dem rechten, das ist quasi zusammengefasst. Das sind jeweils eigenständige, ja, Befehle, die man hier eben auch eingeben kann quasi, und dann eben nochmal das, ja, beide Button gleichzeitig gedrückt zum Beispiel. Und hier steht auch drin, use left and right buttons to navigate through multiple choice lists, change values or confirm decisions. Ja, also quasi nur benutze den linken und rechten Button, um eben durch das Menü zu navigieren, um verschiedene, ja, Listen eben auszuwählen und eben auch Werte zu verändern und eben diese auch, ja, zu bestätigen quasi. Und ich sage ganz kurz davor natürlich auch, dass das jetzt alles so sinngemäß eben übersetzt wird und nicht wortwörtlich, also nicht, dass ihr euch wundert für die Leute, die ein deutlich besseres Englisch sprechen als ich. Dann haben wir eben both buttons hier, pressing both buttons at the same time means you wish to confirm, continue to the next screen or open an application, was also bedeutet, ja, wenn man beide Button gleichzeitig drückt, ja, dann ist das so, wie als würde man etwas bestätigen oder eben vorwärts gehen wollen zum nächsten Bildabschnitt, ja. So, und dann werden wir jetzt quasi die ersten drei Schritte durchgehen. Connect your Nano Ledger Nano S, ja, das werden wir jetzt durchführen. Plug your Nano S with the USB cable on a computer and follow the instructions on the embedded small screen. You can choose to create a new wallet or import a Bitcoin account or an Ethereum account, whatever your selection.
You just need to observe the one screen on screen instructions all along the process, selecting and validating with the two buttons above the display. Ja, das ist quasi das Erste. Wir müssen uns quasi verbinden mit dem Computer, um eben eine Stromversorgung zu bekommen. Das werden wir jetzt gleich tun. Und danach eben choose a PIN und backup your recovery phrase. Ja, das lese ich jetzt mal nicht vor. Ihr habt jetzt ja noch einen kurzen Moment, um darüber zu gucken. Und jetzt schwenken wir quasi rüber und dann machen wir diese drei Schritte erstmal gemeinsam. Und ja, dann sehen wir uns also gleich wieder. So, und da sind wir jetzt quasi schon am Ledger Nano S. Ja, ich habe ihn hier hingelegt und das werden wir jetzt hier gemeinsam uns mal angucken und einrichten eben, wie es eben funktioniert. Und wir werden jetzt eben tja, die USB-Schnittstelle, die wir hier hinten dran haben, nutzen, um eben auch die Stromversorgung ja, eben ansprechen zu können. Und das habe ich natürlich auch entsprechend schon vorbereitet. Und zwar werden wir jetzt einfach dieses USB-Kabel hier verbinden mit dem Ledger Nano S, damit das eben auch vernünftig startet. Und jetzt sehen wir schon, okay, wir müssen es umdrehen. Wir nehmen mal diese Kappe erstmal hier ab, dann ist das ein bisschen entspannter. So, zack. Und dann können wir quasi schon loslegen. Ja, Welcome stand da gerade. Und ja, da kommt das auch wieder zurück. Und dann sehen wir hier, press both buttons to begin. Das heißt also, wir müssen diese beiden Knöpfe hier gleichzeitig drücken. So. Und dann steht hier US Ledger Nano S. Ja, das war gerade ein bisschen zu schnell weg. Left and right buttons to change values. And navigate through multiple choice lists. So, okay. Da müssen wir wieder beide Button drücken. Ja, wenn wir eben weiter wollen. So, das machen wir jetzt mal. Und dann haben wir hier eben auch die Möglichkeit, ich muss echt darauf achten, dass ich diesen Ledger hier eben in die Kamera halte. Jetzt müssen wir eben auswählen, okay, wollen wir jetzt ein bestehendes Konto quasi schon nochmal neu einrichten? Hat den Hintergrund, ja, wenn also zum Beispiel der Ledger kaputt geht oder ein alter kaputt gegangen ist, dass man dann quasi die Daten wiederherstellen kann, um eben ja an seine Vorräte Ethereum, Bitcoins, Ripple, was auch immer da alles eben aktuell möglich ist, eben wieder ranzukommen oder wie in meinem Fall ja ein neues zu konfigurieren. Das heißt also, wir klicken jetzt hier auf den rechten Button einmal rauf und dann haben wir jetzt hier quasi den ersten Aufgabenpunkt, das hatten wir auch in der Anleitung gesehen, choose a PIN Code. Ja, also das heißt, wir müssen jetzt einen PIN Code definieren, womit wir eben den Ledger freischalten. So, das werden wir jetzt mal machen, indem wir wieder, ja, ihr habt es gerade gesehen, beide Button parallel drücken, um eben den nächsten Schritt weiterzukommen. So, und jetzt müssen wir eben, und das können wir, indem wir hier hoch und runter gehen, ja, linke Taste quasi, um runter zu gehen, die Zahl runterzulassen, so, und dann können wir auf der rechten Seite die Zahl wieder hochzählen lassen. So, und das müssen wir jetzt einmal machen, und das werde ich jetzt auch kurz tun, und ja, dann melde ich mich gleich wieder zurück. Wichtig ist hierbei natürlich auch zu wissen, das muss ich natürlich auch erwähnen, jedes Mal, ja, wenn ihr hier also eine Zahl eingebt und die eben bestätigen wollt, ja, müsst ihr wieder beide Knöpfe parallel drücken, damit diese Zahl eben entsprechend wieder confirmed wird, also bestätigt wird. Das ist ganz wichtig zu wissen, ja, links runter, rechts hoch und wenn ihr beide drückt, ja, dann bestätigt ihr die Zahl, die da gerade eingetippt wurde. Es gibt noch eine andere Besonderheit, das zeige ich euch jetzt gleich, ja, sobald eben entsprechend eine Anzahl an Pins oder an Zahlen eingegeben wurde, dann können wir hier noch ein bisschen was anderes machen. Das zeige ich euch aber gleich. So, und jetzt habe ich, wie ihr sehen könnt, insgesamt 4 Zahlen eingegeben und dann kommt automatisch dieser Bestätigungshaken. Das ist also das Minimum an ja, Zahlen, die man hier eingeben muss von den verfügbaren. Bei 4 hast du eben die Möglichkeit, jetzt schon eben das entsprechend zu bestätigen. Was eben auch wichtig ist, ja, man hat die Möglichkeit zu jeder Zeit, indem man dann einfach ja, nach quasi ja, 0 bis 0 geht und danach nochmal einmal zurück, dann hat man eben auch die Möglichkeit, und ich hoffe, das kann man hier gut erkennen, ja, eben die Eingabe, die davor eben getroffen wurde, wieder zu löschen. So, ich werde jetzt noch kurz meine PIN weiter eingeben, weil das ist mir natürlich viel zu unsicher. 4 Zahlen ist natürlich nicht das, wie ich mir das vorstelle. So, und ja, als ich dann eben fertig war und eben hier dieses Zeichen, diesen kleinen Haken eben hatte, kam jetzt als nächstes das folgende Menü, eben Nummer 2 quasi, Confirm Your PIN Code. Und da müssen wir wieder beide Knöpfe hier drücken gleichzeitig. Und wir müssen jetzt die gleiche PIN, die wir jetzt hier gerade im System hinterlegt haben, also in dem Ledger, die müssen wir jetzt nochmal eingeben. Und das werde ich jetzt ganz kurz tun und dann am Ende wieder, sobald dieser Haken kommt, ja, und ihr die komplett eingegeben habt, wieder beide
Knöpfe drücken und wir sehen uns dann im nächsten Schritt. So, und nachdem ich das jetzt gemacht habe, also das heißt meine PIN festgelegt habe und diese jetzt nochmal bestätigt habe, ja, kommt auch schon der dritte Punkt und der nennt sich jetzt Write Down Recovery Phrases und das müssen wir jetzt eben tun und dafür, und das ist eben auch ganz wichtig zu wissen, müsst ihr oder solltet ihr am besten ja diesen Zettel aus eurer kleinen Box eben rausholen, da seht ihr dann eben drauf, My Recovery Phrase, a list of 24 words will be displayed on your device. When it's initialized, make sure to copy each word below. It is a full backup of your account and configuration. Und die Idee dahinter ist ja quasi, seine eigene Bank zu sein. Und ja, wir müssen natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Sicherheit natürlich gewährleistet ist, in so gut wie es eben auch geht. Und das werden wir eben ja, jetzt mal gemeinsam machen. Ich zeige euch quasi, was jetzt passiert. Wir müssen natürlich hier auch das Menü wieder bestätigen mit ja, beiden Knöpfen. Und dann sehen wir hier quasi das erste Wort, was mir angezeigt wird. Das muss ich jetzt eben in Feld Nummer 1 eintragen. Und das werde ich jetzt mit allen 24 Mal machen. Und nachdem ich dann damit durch bin, ja, dann müssen wir natürlich, beziehungsweise jedes Mal, ja, wenn wir jetzt hier eins dieser Wörter eben aufgeschrieben haben, können wir dann hier auf den rechten Button gehen. Und ich zeige euch das jetzt ganz kurz. So, dann habt ihr hier quasi Wort 2. Und ja, ihr könnt halt zwischen beiden hin und her navigieren. Und wenn ich am Ende bin, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und jetzt bin ich auch schon am Ende angekommen. Ja, ihr seht Wort 24, CRISP in meinem Fall. Und ja, sobald ihr eben am Ende angekommen seid, habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, ganz normal zurückzukommen mit der linken Taste. Das werde ich natürlich nicht tun. Ich habe jetzt alle 24 Wörter eben aufgeschrieben und werde den Zettel, den ich jetzt da habe, ja, mit diesen My Recovery Phrases, den werde ich mir natürlich nochmal in einer zweiten Version irgendwo ablegen, damit ich ein Backup habe. Wichtig ist eben auch, ja, verlieren wir diesen Ledger, geht er kaputt oder ähnliches, brauchen wir dieses Phrases, um den Ledger wiederherzustellen. So, und wenn wir jetzt eben am Ende angekommen sind, dann drücken wir wieder beide Knöpfe gleichzeitig und sehen eben den nächsten Schritt, Confirm Your Recovery Phrases. So, und jetzt müssen wir quasi wieder beide Knöpfe drücken und dann fragt er uns eben, ja, Select Word 7. So, und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, zwischen ja, den ganzen Wörtern hin und her zu switchen. Ich muss jetzt das Wort 7, was ich mir aufgeschrieben habe, raussuchen. Ja, das erste sehen wir hier gerade. Und das heißt also, ich muss jetzt ja das siebte Wort finden und das dann eben entsprechend bestätigen. Und das werde ich jetzt mal ganz kurz tun. So, und jetzt habe ich insgesamt ja die zwei Wörter, die ich eben rausfinden musste, ja eben angegeben, habe sie bestätigt, immer mit den beiden Knöpfen gleichzeitig. Und jetzt sehen wir auch, your device is now ready. So, und jetzt klicken wir nochmal doppelt drauf. Und dann sehen wir hier eben jetzt schon verschiedene Sachen. Bitcoin, Ethereum, dann sehen wir hier Fido U2F, dann sehen wir hier Settings, dann haben wir hier wieder Bitcoin und Ethereum. Weiter, ja, möchte ich jetzt auch nicht machen, denn das Video wird sonst einfach viel, viel zu lang. Und deswegen, ja, machen wir das in einem weiteren Video dann eben auch mal gemeinsam, wo wir dann auch die nächsten Schritte uns angucken. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video erstmal gefallen und ich hoffe, es war hilfreich und ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch auf den zweiten Teil, genauso wie ich mich darauf freue, den aufnehmen zu dürfen, um eben auch ja, meine ersten Erfahrungen damit zu machen. Ich hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen zukünftig sehen wollt, dann am besten direkt abonnieren, denn es ist natürlich kostenlos. Und ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Thank you.